Nach seinem Einfall ins Erdenreich war Kotal Kahn zu einem Hauptziel der Überwachung durch die Spezialeinheiten geworden. Jackie Briggs wurde beauftragt, seine Aktivitäten zu beobachten. Jackie folgte Kotal Kahn in den Dschungel, wo dieser sich in eine verborgene Pyramide begab. In ihrem Innern fand er einen leuchtenden Kristallschädel. Jackie griff den Imperator an und floh mit dem Objekt. Jackie erhielt große Anerkennung für ihre Arbeit, doch beschlich sie das Gefühl, dass ihr Eingreifen genau das war, was Kotal Kahn wollte. Cassie Cages beeindruckender Sieg über Shinnok veranlasste Raiden, ihr einen neuen, wichtigen Auftrag zu geben. Einen Seelenräuber zur Strecke zu bringen. Für Cassie war klar, dass es sich hierbei nur um einen wiedererweckten Shang Tsung handeln konnte. Nachdem sie ihn vom Ort seines letzten bekannten Angriffs aus verfolgt hatte, stellte Cassie den ergrauten alten Mann. Er kämpfte mit aller Kraft, doch wurde am Ende besiegt. Als er sterbend vor ihr lag, fragte Cassie ihn nach seinem Namen. In einer Mischung aus Trauer und Erleichterung flüsterte er leise Shu Jinko. Das Erdenreich gehörte Shinnok. Es wurde zum Ausgangspunkt, von dem aus er seinen vor Äonen begonnenen Krieg gegen die Götterältesten zu Ende bringen sollte. Die Götterältesten hatten die Bewohner der Reiche angelogen. Sie waren keine eigenständigen Wesen, sondern nur Teile eines größeren Kollektivs, genannt das Eine Wesen. Shinnok plante, die Reiche zu vereinen und es zu erwecken. Wieder vereint, verschlang das Eine Wesen die Götterältesten. Shinnok beobachtete es mit Genugtuung. Diese Realität hatte nun ein Ende gefunden. Nachdem er jahrtausendelang das Erdenreich verteidigt hatte, begann Raiden sich zu fragen, ob Verteidigung der beste Weg zum Frieden sei. Nach einer Strategieänderung griffen Raiden und die Shirai Ryu Kotal Kahns Armeen an, bevor diese sich wieder sammeln konnten. Sie zerschlugen die Truppen des Imperators, sodass die Außenwelt ihnen ausgeliefert war. Der siegreiche Raiden beanspruchte die Herrschaft über die Außenwelt. Die erste von vielen Bedrohungen für das Erdenreich war beseitigt.